Stefan Weichelt, ein Lachen ist ein weinendes Auge. Das Double wird leider nicht mehr möglich sein. Wie enttäuscht ist man nach so einem Abend dann? Ah, natürlich, wenn man im Finale steht und will das auch gewinnen, ist klar. Ein bisschen Enttäuschung ist da. Aber wenn man Revue passieren lässt, was wir über das Jahr hin geleistet haben mit so einer jungen Mannschaft, muss ich sagen, Respekt. Ja, und natürlich auch Gratulation an Augsburg, weil die haben uns kläglich dafür bestraft, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Ganz einfach. Was war die ausschlaggebende Szene für heute gewesen, das Spiel nicht mehr zu gewinnen? Das ist schwierig zu sagen. Also man kann darüber diskutieren, ob es ein reguläres oder irreguläres Tor war in der letzten, also in der Überzahl. Will ich auch kein Urteil darüber bilden. Die zwei Jungs, die auf dem Feld sind und das entscheiden müssen, die haben die Entscheidung getroffen. Wir haben nichtsdestotrotz die letzten 30 Minuten, glaube ich, überragend gespielt und wieder mal verpasst, die Tore zu machen. Ja, okay, und da wird bestraft. Ja. Gerade im Finale gegen so eine ausgebuffte Mannschaft. Okay, aber trotzdem muss man anerkennend sagen, die haben heute verdient gewonnen. In Hinsicht auf jetzt das Pokalfinale in Krefeld, wie werdet ihr euch nochmal vorbereiten? Ja, wir werden natürlich jetzt gut. Man muss halt erstmal aus den Köpfen rauskriegen. Ja, ist natürlich nicht so leicht, sowas zu verarbeiten. Aber ich habe gerade schon in der Kabine gesagt, Jungs, die Saison ist noch nicht vorbei. Ja, also wir sind noch weiter im Wettbewerb und wir werden auch genauso weiterarbeiten wie bisher, um zumindest dann den Rollschuh zu gewinnen, ja, den deutschen Pokal. Okay, Stefan Weichelt, vielen Dank und schönen Abend wünsche ich noch. Ja, danke sehr. Ciao. Danke.